Da haben wir unseren Level-Partner getroffen, den Zenorian aka Tobai. Hallo. Moin, moin. Und wir machen dann einfach mal los. Wir haben gerade geschaut schon, der von dem Agenten liegt näher. Das heißt, wir gehen zuerst zum Agenten. Theoretisch. Das wäre auch praktisch. So, hops. Und dann reden wir mal eine Runde mit Jack. Jack. Wie auch immer. Wie kommt es, dass ein Fremdling auf Hutter für das Imperium arbeitet? Wenn da draußen eine andere rote Klinge ist, wird es dann keine Probleme geben? Kommen wir zur Sache. Dann lasst uns das schnell und leise angehen. So. Thomas. Das heißt, wir dürfen killen gehen. Oder wir gehen erst los. Wo musst du hin? Zum Flughafen, ne? Nee, ich hab's ein Stückchen weiter links, aber wir gehen erstmal zu deinem, würde ich sagen. Ja, da ist ja hier auch irgendwo gleich. Dann zurück, ich muss dann zurück in die Kantina. Na, dann gehen wir zur Kantine. Okay. Oder wir killen kurz noch zwischendurch die anderen Typen. Warte mal, ich guck mal, wo musst du hin erst? Das ist gleich hier draußen. Auf der anderen Seite praktisch. Ja, dann machen wir klar. Na, dann gehen wir kurz noch die killen und gehen dann zurück zur Kantine. Hast du Laufen schon angestellt? Nö. Hab ich gerade gemerkt. So, dann müssen wir irgendwo hier rein wahrscheinlich. Da müssen wir rein. Uhu, Stufe 2. Kommt mir irgendwie bekannt vor, die Situation. So, ups. Was, ne? Das Bist war's du jetzt. jetzt hin? Du musst wieder zu dem Typen rein, ne? Ich muss wieder zu dem Typen rein, ja. Dann können wir entweder zu dem erst rein, dann in die Kantine oder andersrum. Ja, machen wir nur so. So, dann gehen wir uns wieder mal mit unserem Jack unterhalten. Jack, wie auch immer. Ich weiß, wen du meinst. Das habt ihr gut gemacht. Das Imperium ist euch dankbar.
Ranzija Baja As Advexia. Vataranai Angomis Akananorm. Alas Protas Era. Jake, von diesem Punkt an hat die Sicherheit der Operation oberste Priorität. Ihr werdet uns nicht noch einmal von diesem Terminal aus kontaktieren. Smal Sio Pobudes Mana Ira Padare Mananan Kali. Wie ich es verstehe, habt ihr Jakes Fehler korrigiert. Wir werden nun fortfahren. Verstanden und bestätigt. Eure nächste Aufgabe besteht darin, Nemros inneren Kreis zu infiltrieren. Präsentiert euch dem Hutten als Verbrecher, die rote Klinge, und bietet ihm Jakes Geschenke an. Eines der Geschenke ist mit einem Abhörgerät versehen, mit dem wir die Gespräche in Nemros Palast überwachen werden. Wollt ihr etwas Bestimmtes erfahren? An diesem Punkt ist unser oberstes Ziel das Aufspüren von Schwachstellen in Nemros Organisation. Selbst wenn der Hutte sich uns nicht anschließt, können wir vielleicht seine Stellvertreter beeinflussen. Sprecht mit Nemro und seinen Männern. Findet heraus, wer angeworben und wer beeinflusst werden kann. Wir werden zuhören. Ich melde mich, sobald ich Neuigkeiten habe. Passt auf, wie ihr euch ausdrückt. Wenn ihr im Huttenpalast seid, seid ihr kein Imperialer mehr. Kontaktiert mich von der Kantine aus, sobald Nemro seine Geschenke hat. Aufseher, Ende. Da bin ich aber froh, dass mein Charakter nicht als Imperialer zu erkennen ist. Ich glaube, das spielt aber keine große Rolle. So. Ach, haben wir eine Waffe gekriegt. Also wir lassen bewusst sämtliche Nebenquests weg, weil sonst das Ganze zu lang werden würde. Das heißt, wir beschränken uns auf die Planeten und auf die Storyquests. Ich sage ja nur, dass ich an einem das heißt, auf Futter dann nur die Storyquests, ne? Ja. Alles ist besser, als hier mit dir und unserer Ausrüstung rumzusitzen. Und nichts für ungut, Großer. Na, sieh mal an, wer da zurückkommt. Wie war's? Habt ihr etwas gefunden? Ich habe herausgefunden, dass es mir Spaß macht, Verbrecher umzulegen. Großen Spaß. Ist das alte Datenpad, an das ihr euch da klammert, das einzige, was ihr gefunden habt? Lasst mich mal einen Blick drauf werfen. Die Freude ist ganz auf meiner Seite, Großer. Sieh mal an, wer heute gut gelaunt ist. Hey, Brayden, wie war's in Nemros Palast? Wird der Hutte unseren Jäger empfangen? Ich habe Vorarbeit geleistet, aber wir sind noch nicht so weit. Was hast du? Ein Datenpad aus dem Unterschlupf von Vex. Habe die Verschlüsselung in Rekordzeit geknackt. Seht euch den letzten Eintrag an. Dieser Vex macht ziemlich genaue Aufzeichnungen. Hier ist eine Rechnung für ein fairen Ticket, das er heute gekauft hat. Wir müssen schnell sein. Nur die Mutigsten schaffen es zur großen Jagd. Und Vex ist ein mutiges Ziel. Er ist ein Meisterschütze und absolut gnadenlos. Wie sieht's aus, Jäger? Bereit, Vex im Alleingang zu erledigen? Ich bin immer bereit. Genau das wollte ich hören. Wenn ihr sofort aufbrecht, könnt ihr Vex am Fährenhafen abfangen, bevor er entkommt. Bringt mir seine Erkennungsmarke als Beweis, dass ihr ihn ausgeschaltet habt. Alles andere könnt ihr behalten. Gut. Ja, das geht irgendwie schnell, ne? Wollen wir gleich mal zum Ausbilder gehen? Ja, warum nicht? Bitte verwenden Sie sämtliche Produkte nur mit Mist. Hart gekriegt hab. Leben Sie wohl. Wo sind die? In Nemros Palast. Ah, okay. Wir können nichts dafür, wenn sie den Start verpassen.
Ach stimmt, der steht links da vorne, wa? Links runter. Hm. Ist ja eh unsere Richtung. Ja, ja. Und da ich ziemlich lauffaul bin, solange ich noch kein Fahrzeug hab. Danach bist du auch nicht wirklich lauffreudiger. Ich muss mal gucken, wo das war. Deiner ist da hinten, deiner ist... Ja, wo ich stehe, wo ich hingucke? Ja, ich hab'n. Okay, meiner ist hier. So, da haben wir schon mal eine neue Fähigkeit, Splittergranate. Beziehungsweise Klappmesser. Klappmesser klingt cool. Das ist immer gut. So, ich hab Raketeneinschlag. Das klingt auch spaßig. So, also ich muss zu Nemrod rein und du musst deinen Typen am Fugraumhaufen abfangen. Was machen wir? Machen wir erst Nemrod, da wird dir ja auch eine Mission geben. Jupp. Ach stimmt, da hatte ich ja noch was. Also falls ihr euch wundern solltet, was das gerade war, das war im Raketenschub, das ist ein Teil eines Kartellmarktpakets, womit man sich am Anfang schneller fortbewegen kann. Das erspart oder in geschlossenen Räumen. Genau. So, dann ist hier vorne unser Link. Hallo Schätzchen. Nein, nein, sagt jetzt nichts, seid ganz beiläufig. Ich bin eine alte Freundin und wir treffen uns gerade wieder. Ein gemeinsamer Freund hält es für wichtig, dass ihr neue Fähigkeiten und Waffen erlangt. Ich habe dazu ein Treffen in Jiguna für euch organisiert. Jetzt täuscht vor, dass wir unser Wiedersehen beenden und gehen. Ganz beiläufig. Es war schön, euch wiederzusehen. Wir bleiben in Verbindung. Das tun wir, Klinge. Passt auf euch auf. Hm, okay. Und dann geht's hier lang. Nein, ne? Wie bitte? Da rein. Nemrod rein, ja. Bei mir geht's aufwärts. Ich falle die Leiter quasi auf. Der Pirat ist auf dem Weg. Den Sicherheitsdroiden nach ist er bewaffnet. Aber er wird kein Problem darstellen. Wollen wir es hoffen? Da ist er. Ich werde es dem Boss sagen. Hier, Karels. Sag dem Thronsaal, dass die Klinge da ist. Wenn Nemro auftaucht, haltet euch mindestens 5 Meter von ihm entfernt und bewegt euch nur auf sein Geheiß hin. Ein falscher Schritt und ihr seid ein Haufen Asche. Ich verstehe. Ich bin nicht hier, um Ärger zu machen. Ich befolge nur die Regeln. Euer Ruf eilt euch voraus und wir wollen keine Probleme. Darf ich vorstellen, Nemro der Hutte, der berühmte Verbrecherkönig von Jiguna. Schmuckstücke, großer Nemro. Mehr nicht. Nicht schlecht. Nemro, die Figuren hier sind aus echtem Aurodium. Der Stoff sieht aus wie... Manama Ashapicho. Kipuna Maletota od Mishka Kabano Tazema. Ki Obakili Wata Bangidanko Batoga Wata. Ich danke euch vielmals. Das ist ein ziemlich beeindruckender Palast. Hai Jibanada. Kupa Jiji. Kuoting. Noli Makichisa. Kikuna Mo. Uban Choni Alipa. Istin Goto. Konchuta. Kasu Yali Koira. Dokantikon. Eure Audienz bei Nemro dürfte damit beendet sein. Verzeiht uns bitte diese Störung. Ich arbeite für diesen Hutten schon seit er meine Bande getötet hat, als ich 13 war.
Glaubt mir, wenn er so ist, könnt ihr nicht mit ihm reden. Um was geht es hier überhaupt? Es gibt Probleme mit dem Fatra-Clan, die uns alle betreffen. Fatra tanzt aus der Reihe, aber das Huttenkartell ist bis jetzt noch nicht eingeschritten. Ich verstehe nicht ganz. Warum sollte das Huttenkartell einschreiten? Gemäß den Kartellregeln dürfen Nemro und Fatra nur in ihren Gebieten operieren. Fatra kam zu dem Entschluss, dass die Kartellregeln nicht gelten. Und jetzt entschuldigt mich bitte. Ich muss die Situation mit der Sicherheit besprechen und Todlasen davon abhalten, etwas Törichtes vorzuschlagen. Inzwischen seid ihr unser Gast und habt unsere Zustimmung, hier Geschäfte zu machen. Fühlt euch hier wie zu Hause. Wir sehen uns später. Ich muss mal eine Kammer benehmen, ich meine. Wie bitte? Eine Kammer oder was musst du jetzt machen? Melde dich beim neuen Freund und begib dich zur Suite im Palast, ja. So, deaktiviere die versteckten Überwachungsteile. Kann ich nicht machen. Ja, ich glaube, dass... Nee, das sind sie nicht. Wo ist der dritte? Flasche hier unten. Er versteckt sowas in der Flasche. Okay. Weil der mit mir zusammen ist. Gut gemacht, Agent. Das Abhörgerät funktioniert einwandfrei. Nemro kann nun nichts mehr vor uns verbergen. Der imperiale Geheimdienst kam zu dem Schluss, dass Nemros menschlicher Lieutenant Karels Jarvis das schwache Glied bei seinen Operationen ist. Ihr müsst den Mann manipulieren, bis er uns dient. Es sollte nicht schwierig sein, ihn zu manipulieren. Bedauerlicherweise verliert Karels zunehmend Nemros Gunst, während der Twi'lek-Lieutenant Todlasen ein aufgehender Stern ist. Ich möchte, dass ihr Karels aufsucht und ihm eure Dienste als rote Klinge anbietet. Tut, was nötig ist, um sein Ansehen bei Nemro zu steigern. Das ist so eine Kleinigkeit. Kein Problem. Das sollte es auch nicht sein. Noch eine Sache, Agent. Diese Operation hat die Aufmerksamkeit eines Mitglieds des Rats der Sith auf sich gezogen. Die von Darth Yadus persönlich. Der Rat unterliegt nur der Autorität des Imperators selbst. Es ist eine seltene Ehre, dass eine Geheimdienstoperation solch ein Interesse auslöst. Ich glaube, ich verstehe, Sir. Ich werde euch nicht enttäuschen. Erstattet Bericht, sobald ihr herausgefunden habt, wie ihr Karels helfen könnt. Aufseher, Ende. Bleiben im Palast? Ja. Wieder zurück zu unserem Freund Karels. Warum die Eile, Klinge? Erinnert ihr euch nicht an mich? Euer alter Freund, Deno Rey? Ihr habt euch ganz schön gemausert, seit wir uns auf Hoth gesehen haben. Diese Nase und die Haut. Aber ihr müsst es sein. Ihr kennt euren Freund Deno. Geht mir aus dem Weg. Ich mache jetzt mit Nemro Geschäfte. Ja, ich habe viel darüber gehört, dass die Rote Klinge auf Hutter ist. Und deswegen habe ich ein Problem. Wisst ihr, ihr seht nicht wie die Klinge aus, die ich kenne. Die Klinge, die mir Credits schuldet. Aber ihr sagt, ihr wärt die Klinge. Also nehme ich euch beim Wort und bitte um mein Geld. Ihr versteht? Ich verstehe genau. Ihr seid eine Ratte, die sterben muss. Ach ja?
Mal sehen, was ihr so drauf habt, Klinge. Hoffentlich müssen wir die Inneneinrichtung nicht bezahlen. Alter, was machst du mit deinen Credits? Oh, super. Klinge, kommt rüber. Schön zu sehen, dass euch der Palast gefällt. Hört zu, in 5 Minuten muss ich mich mit ein paar durchgeknallten Fremdlingen treffen. Und ich wollte euch etwas fragen. Ihr seid doch schon weit rumgekommen. Wie ist es mit dem Imperium, Geschäfte zu machen? Ich kann nicht klagen. Und die Regierung hat mir kaum Probleme bereitet. Es gibt kaum noch echte Unabhängige. Ich beneide euch darum. Aber ihr gehört zu einer aussterbenden Rasse. Die Hutten haben die Kontrolle über die Banden. Und ich denke, schon sehr bald werden die Republik und das Imperium die Kontrolle über die Hutten haben wollen. Selbst wenn Nemro das nicht glauben will. Sollten wir uns für eine Seite entscheiden müssen, will ich mich für den Sieger entscheiden. Und ich denke nicht, dass das Imperium verliert. Ob ihr es mögt oder nicht, aber das Imperium scheint die Zukunft zu sein. Das hoffe ich. Und nicht nur aus geschäftlichen Gründen. Meine Söhne sind freie Händler. Sie arbeiten zurzeit im Solus-System. Es ist das erste Mal, dass sie mit dem Imperium zu tun haben. Und ich mache mir Sorgen. Vielleicht sollte ich das nicht. Aber ihr wolltet etwas von mir. Was kann ich für euch tun, Klinge? Ihr kennt Hutter ziemlich gut, aber euch fehlen meine Fähigkeiten. Ich dachte, wir könnten uns für ein Geschäft zusammentun. Im Ernst? Normalerweise käme das nicht in Frage. Aber gerade könnte ich tatsächlich jemanden gebrauchen, der im Alleingang Resultate erzielt. Nemro brodelt in seinem Schleim, seit er eine Erzlieferung im Evoki-Gebiet verloren hat. Aus irgendeinem Grund gibt er mir dafür die Schuld. Die Evoki sind die Eingeborenen von Hutter. Sie waren schon hier, bevor das Kartell ankam, und sie würden uns am liebsten tot sehen. Wenn ihr mir die Lieferung bringt, werde ich euch gut bezahlen. In Ordnung. Ich bin interessiert. Dann springt für uns beide etwas heraus. Außerhalb von Jiguna gibt es ein Arbeitslager. Nemro hat es für ein paar Evoki errichtet, die Frieden wollten. Schlechtes Geschäft. Arme Narren. Ihr Anführer dort, Odev, sollte die anderen Evoki-Stämme davon überzeugen, das Erz zurückzugeben. Aber er hat es nicht geschafft. Irgendwas weiß er aber. Und jetzt entschuldigt mich, ich habe noch andere Termine. Aber ich bin gespannt, ob die Rote Klinge ihrem Ruf gerecht werden kann. Jo, gut, da sind wir im Palast fertig. Jetzt würde ich sagen, zum Raumhafen. Genau. Wo bist du jetzt lang? Ah, wie immer verkehrt. Ich ramle immer in die falsche Richtung. Okay. Anyway. Wir müssen einen abfangen, oder? Was war deine Quest? Yep. Irgendwie sowas doch. Ich hab da mal gebufft. Wetterzug. Hin und wieder. Oh. Nehmen wir die da drüben noch mit ins Spiel? Jupp. Was
seine Bonus, wie sind noch Credits drin übrigens. Ich war noch nicht mal dran. Entschuldigung. Was ist das? Eine Art Gesetzeshüter? Ich hätte nie gedacht, dass der schneidige Wächs einem hässlichen, bestialischen Fremdling in die Falle geht. Hier geht es um Geld, nicht um das Gesetz und nicht um euch. Ha! Aber ich weiß etwas, das ihr nicht wisst. Wächs ist kein gewöhnlicher, dahergelaufener Schläger. Oh nein! Wächs ist der schnellste Schütze der Galaxis. Wächs kann euch die Ohren so schnell abschießen, dass ihr euch nicht einmal mehr schreien hört. Zeigt's mir. Betrüger! Betrüger sagt man doch nicht. So, wir müssen jetzt zur Kantina zurück, nehmen wir die Schnellreise und müssen erstmal hier raus aus dem Reich. Geht hier nicht? Okay. Und der Allgemeinste, oder? Ja. Gehen wir mal aus dem Story-Bereich raus, dann müsst ihr es finden. Ich kann sie hier schon nehmen. Ja, jetzt auch, okay. Kantina Giftgrube. Oh. Oh? Was ist? Oh, es klingt meistens nicht gut. Nein, oh wow, da liegen Leute am Boden. Ich bin Jory Brayden. Was ist passiert? Ist der alte Mann... Jemand wird dafür bezahlen. Nein. Der alte Mann ist wirklich tot. Aber er war... verdammt. Wartet. Ihr hattet etwas damit zu tun. Wenn das wahr wäre, wärst du auch tot. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, was über mich gekommen ist. Es ist nur... Ich kenne Brayden schon seit Jahren. Ich weiß, dass ihr keinen Grund hattet, ihn zu töten. Ich kann nur nicht fassen, dass er fort ist. Es muss einen Weg geben, herauszufinden, was passiert ist. Ihr habt recht. Es gibt einen. Ich habe mit Jory ein Überwachungssystem in diesem Raum installiert. Alles, was hier passiert ist, sollte aufgezeichnet worden sein. Stellt den Monitor an. Mal sehen, wer das getan hat. Verdammt. Jemand hat die Aufzeichnung beschädigt. Teile davon lassen sich aber noch abspielen. Also los. Eine Bewegung und ihr seid tot. Wenn ihr wisst, was gut für euch ist, zieht ihr euch langsam und vorsichtig zurück. Oh, ich weiß ganz genau, was gut für mich ist. Die große Jagd zu gewinnen wird nicht nur gut, es wird großartig. Nach meinem Sieg wird der Name Taro Blatt in der ganzen Galaxis bekannt sein. Und ich berechne extravagante Preise für meine Dienste. Nicht wahr, Selin? Die höchsten in der Galaxis. Nur die Reichsten der Reichen werden sich eure Dienste leisten können. Taro Blatt, ich habe von euch gehört. Vor 10 Jahren wurdet ihr bei der großen Jagd beinahe von den anderen Mandalorianern verkrüppelt. Ach das, das war nur ein Missgeschick. Dieses Mal werde ich gewinnen. Und das wird um einiges leichter, wenn meine Konkurrenz nur noch aus meinen mandalorianischen Gefährten besteht.
Dieser Twi'lek-Vibro-Klingenmeister von Ort Mantell? Erledigt. Der Chiss-Droiden-Konstrukteur mit der Vorliebe für Sprengstoffe? Erledigt. Jetzt muss ich nur noch euren Schützling ausschalten. Kunta Chuta, Kasuyali Kulira, Kanki Kung. Das ist ein Irrtum. Die Regeln verbieten lediglich das Töten eines Konkurrenten, bevor die Zeit gekommen ist. Deshalb sind die erwähnten aufstrebenden Talente auch noch am Leben. Ich habe sie nur aus dem Rennen genommen. Und wie bremst man einen anstürmenden Gundark, Sedin? Indem man ihm seine Beine wegschießt. Indem man die Crew des Neulings beseitigt. Ich warte derweil draußen unschuldig und nichts ahnend. Jory, erschießt ihn! Zu spät, alter Mann. Dieser Mistkerl. Er hatte nicht einmal den Mut, sie selbst zu töten. Seine Schergen haben es für diesen Feigling getan. Das Großmaul, das dafür verantwortlich ist, behauptet, er sei Taro Blood. Er ist eine große Nummer, selbst für einen Mandalorianer. Taro Blood hat von Anfang an Aufsehen erregt. Es heißt, dass sich alle gegen ihn verbündet haben, als er bei der großen Jagd mitgemacht hat. Wir werden den Kerl finden, Marco. Er muss sterben. Der alte Mann hat immer gesagt, dass man Köpfchen braucht. Man muss zuerst seinen Feind kennenlernen und dann seine Schwachstelle angreifen. Taro Blood ist bei der letzten großen Jagd nur knapp mit dem Leben davongekommen. Er war jahrelang ans Bett gefesselt. Ziemlich üble Verletzungen. Wenn Blood wirklich die große Jagd gewinnen will, ist unsere beste Chance, ihn zu kriegen, dass wir euch eine Teilnahme verschaffen. Ich werde ganz Hutter niederbrennen, wenn ich so Braydens Mörder finden kann. Ich danke euch dafür. Brayden war wie ein Vater für mich. Er hat so etwas nicht verdient. Genauso wenig wie der arme, gierige Jory. Das Problem ist, dass Brayden unsere gesamten Credits ausgegeben hat, damit wir hierher kommen. Wir sitzen auf diesem blöden Planeten fest. Nemro der Hutte ist der einzige Verbrecherboss in der Gegend, der genug Einfluss hat, um euch bei der großen Jagd zu unterstützen. Wir brauchen ihn jetzt dringender als je zuvor. Wenn niemand weiß, dass Brayden tot ist, sollte ich eigentlich ein Treffen mit Nemro für euch arrangieren können. Dazu werde ich so ziemlich jeden Gefallen einfordern müssen, den ich kann. Und ich brauche die Erkennungsmarken von euren Zielen. Das sollte für zwei Beerdigungen reichen. Ich kannte sie nicht gut, aber ich würde ihnen gern die letzte Ehre erweisen. Dazu haben wir keine Zeit. Ihr müsst sofort zu Nemro. Brayden würde es verstehen und Jory würde darauf bestehen. Ich habe getan, was ich konnte, um euren Ruf aufzubauen. Aber nun müsst ihr sogar noch beeindruckender sein. Nemros Feinde lauern überall in der Stadt. Schaltet ein paar von ihnen aus, bevor ihr zum Palast geht. Das wird dem Hutten gefallen.